Hallo ihr Lieben, ich bin's. Was brauchst du, mein Schatz? Schüssel. Schüssel. Wie groß darf die Schüssel sein? Nicht zu groß, ne? Du machst ja nur für eine Person. Ja, die. Ich hier? Ja. Warte mal, da ist noch eine drin. Ja. Isabel ist von der Schule nach Hause gekommen und möchte für sich Kaiserschmarrn machen. Ich habe keinen Hunger. Es gibt doch nichts zu essen heute mittags, weil Rafi ist auch spät aufgestanden, hat diese Woche keine Schule. Ist ja nach Schema B, ne, bei euch? Ja. Also der war letzte Woche, diese Woche haben die anderen mehr Glück, die haben eine kurze Woche. Aber naja, ist egal. Diese Woche Himmelfahrt? Diese Woche. Papa ist ab Mittwoch auch schon zu Hause. Nicht nächste Woche? Nein. Ja, ist mein Kalender blöd. Kind verwirrt. Hey, Lara meinte auch nächste Woche. Nein, das ist diese Woche. Ab Mittwoch ist Papa zu Hause, Donnerstag Christian schon. Und warum sagt mein Kalender denn was anderes auf dem Handy? Keine Ahnung. Der sagt übernächste Woche. Nein. Da ist dann irgendwo, glaube ich, Pfingsten noch. Oder, der meint Pfingsten, ja. Wo war ich stehen geblieben? Die hat mich total unterbrochen gerade. Ja, ich stehe jetzt hier. Also erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von uns. Da ist Madame und macht für sich was, ne? Rafi hat hier gerade durchgesaugt. Der Montag, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Ich bin hier auf der Seite von der Küche, wo nicht gekocht wird. Aber ich kriege eine Krise. Ich habe euch letztens schon gesagt, dass wir... Es ist noch keine Plage an sich. Ne? Also Plage ist... Madame will einen Kühlschrank. Noch keine so richtig Plage, aber wir haben Ameisen. Das ist normal, wir leben auf dem Land, es ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Ich kriege jedes Jahr mindestens dreimal im Sommer irgendwie, dass die durch irgendwelche Türen oder Fenster oder wo auch immer einbrechen. Mal habe ich welche im Wohnzimmer an der Terrassentür und jetzt habe ich zum Anfang des Frühlings oder Mitte Frühlings, Anfang Sommer in der Küche welche und im Badezimmer. Ich habe in der Küche, und zwar nicht irgendwie großartig auf dem Fußboden oder so, sondern einmal hier auf dieser Arbeitsfläche, ne, auf der nicht gekocht wird, wo alles nur rumsteht quasi. Und natürlich auf der anderen Seite auch, wo die Spüle ist, die krabbeln tatsächlich auf der Spüle und so daneben drumherum. Es sind nicht ganz so viele, ich kann jetzt nicht sagen, dass es hier auf der Wand war gerade eine, tausende Ameisen unterwegs sind, aber es sind schon welche. Und ich habe euch letzte Woche ja gezeigt, ich habe extra was gekauft, um die zu vernichten. Aber erstmal möchte ich die Arbeitsplatte wieder sauber machen. Ich habe schon fast alles hier weggeräumt und werde jetzt einfach mal durchwischen. Und dann werde ich, denke ich mal, auf jeder da auf der Arbeitsplatte und hier auf der Arbeitsplatte diese Ameisenköder hinstellen. Weil ich habe keine Lust auf Ameisen im Haus. Juckt das dann gleich überall, ey, wenn ich nur die Viecher sehe, dann alles am Aufkratzen. Ich krieg dann echt eins zu viel. Ja, ich werde jetzt einfach mal sauber machen hier. Eigentlich war für heute Nachmittag erstmal was anderes geplant. Ameise! Sage ich doch, jetzt ist da auch schon wieder. Nee, die hast du nicht erwischt, die ist jetzt unten unter der Platte da. Ich mach das immer mit dem Finger. Ah, jetzt ist sie unter dem Herd. Alles klar. Bye. Ja, eigentlich war was anderes geplant. Mal sehen, ob ich das auch hinkriege. Ich habe auch um 17.20 Uhr Termin zur Physiotherapie. Also, hier auch. Die kommen von irgendwoher hinter der Küche. Aber ich kann da jetzt nicht dran. Die Küche ist ja fest montiert. Das heißt, ich muss tatsächlich einfach diese Köder aufstellen. Aber zuerst mache ich einfach mal ein bisschen sauber. Ne? Also einfach mal kurz durchwischen hier. Es ist nicht, ich sag mal, es ist ja nicht dreckig. Es ist nicht dreckig. Also ich weiß auch nicht, ich wundere mich einfach, wo die herkommen. Ich mache jetzt einfach mal alles sauber, stelle alles wieder zurück und ich desinfiziere auch ein bisschen. So, ne, das ist ja nur leicht, einfach mal so aus Sicherheit. Und dann stelle ich einfach alles zurück. Ich habe vorhin den Toaster sauber gemacht und hier mache ich jetzt auch alles einmal abwischen.
Gesundheit, mein Engel. Ja, wieder anschließen. Und Toaster alles. Ne? Also ich mache das hier überall jetzt. Die ganze Arbeitsplatte auf dieser Seite. Und dann hoffe ich, dass die Ameisen verschwinden, wenn ich dann diese Köderdosen hinstelle. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier ungeplanterweise, wie gesagt, habe ich schon alles, die ganze Küche geputzt, also die Außenschränke natürlich von außen nicht, aber Fußboden, Arbeitsplatten, alles, alles desinfiziert, alles mit diesem Ameisenspray eingesprüht. Dann in der ganzen unteren Etage das gleiche, also Fußboden durchgewischt nochmal und nochmal eingesprüht. Ich hoffe, die Viecher bleiben jetzt weg. Ich habe auch hier, das nennt sich, habe ich euch gezeigt, ne, Ameisenbuffet hingestellt, hier und auch auf der anderen Seite genau das gleiche. Und jetzt habe ich nur noch 40 Minuten, bis ich los muss, und deswegen muss ich jetzt schon Essen machen, weil wenn ich wieder da bin, müssen wir essen, ne? Also das ist dann schon Zeit zum Essen, und ich schaffe das, dauert dann viel zu lange. Und ich mache das, was Isabel sich schon länger gewünscht hat, die letzten Wochen eigentlich. Gläschensuppe. Habe ich schon ein paar Mal gezeigt für die Neuen auf dem Kanal, die sich nicht die Mühe machen wollen, ältere Videos zu gucken. Zeige ich es nochmal. Das geht wirklich super einfach. Das haben wir in Kasachstan gekocht, ganz oft. Ich mache es heute auch ohne Fleisch, sondern ja, mit Brühe einfach mal. Und das geht wirklich sehr einfach. Ich habe hier jetzt einen Topf mit Wasser. Das Wasser kocht schon fast, deswegen muss ich jetzt die Kartoffeln schneiden. Ich habe jetzt hier so ein paar Kartoffeln, hat Isi gerade geschält. Und die schneide ich einfach mal. Man kann das natürlich alles mit Nicer Dicer machen. Ich mache das jetzt per Hand in kleine Würfel und dann gleich in den Topf rein. Dann kann es kochen. So, die Kartoffeln können jetzt kochen. Und hier habe ich jetzt eine Pfanne mit ein bisschen Öl drin. Das werde ich jetzt heiß machen. Und dann habe ich Zwiebel, eine. Und hier habe ich zwei Möhren, zwei Solo-Knoblauch und zwei Stangensellerie. Also zwei Stangensellerie. Ja. Und das werde ich jetzt nach und nach, also erstmal die Zwiebel und dann kommt der Rest einfach rein, hier in der Pfanne anbraten. Und dann brauchen wir nur noch die Klößchen. So, das Öl ist jetzt heiß und als erstes kommt natürlich die Zwiebel rein. Und wird kurz angebrutzelt. Und dann, wie ich schon sagte, das alles. Einfach kurz anbraten. Mehr wird damit nicht passieren. Und wir machen hier den Teig für die Klößchen.
Ich brauche dafür 2 Eier. Ich mache eben welchen mit 2 Eiern, weil meine Kinder Klößchen einfach über alles lieben. Und die Eier ziemlich klein sind. Dann brauchen wir Wasser oder Milch oder Buttermilch, ganz wie ihr wollt. Ich habe es schon mal mit Buttermilch gemacht, schmeckt auch sehr gut. Ich suche gerade einen Schmiegel. Eier, Wasser, Salz, ein bisschen Pfeffer, wer mag. Ich mache ein bisschen Pfeffer auch rein. Und die Suppe nachher sowieso. Und dann verquirlen wir die ganze Geschichte. Und dann brauchen wir erstmal die Zwiebeln nochmal umrühren. Aber ja. Hier geblieben. Kartoffeln im Wasser ein bisschen niedriger stellen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Mehl. Ich kann euch nicht sagen, wie viel. Der Teig soll Konsistenz von Schmand ungefähr haben. Das ist noch zu wenig. Das müsst ihr schon selber gucken. Auch je nach Menge, ihr braucht auch nicht unbedingt 2 Eier. Wenn ihr nur für 2 Personen oder 3 Personen kocht, ich koche für 5 Personen, große Personen, und für 2 Tage, also dass die Kinder morgen Mittag was davon nach der Schule essen können. Und deswegen größerer Topf, 2 Eier, 2 Möhren und so weiter. Das ist jetzt die perfekte Konsistenz für den Teig. Aber zuerst, bevor wir den Teig, kann es mal ein bisschen jetzt ruhen, weil die Kartoffeln müssen erstmal wenigstens halbgar sein, bevor wir die Klößchen machen. Und hier kommen jetzt die anderen Zutaten, also Möhren, Knoblauch und Sellerie in die Pfanne rein. Zack. Die, was daneben gegangen ist, auch mit rein. Ich gebe noch ein klein bisschen mehr Öl rein, weil die Möhren, die saugen doch ganz gut Öl. Ist auch gut so. Und brate jetzt unsere Sajarka ein bisschen an. Man kann auch Tomatenmark reingeben. Ich habe vorhin Isabel gefragt, das war ja ihr Wunsch. Ich habe schon mal mit Tomaten gemacht, also tomatisch die Suppe. Diesmal nicht. Diesmal möchte Isabel die nicht tomatisch haben. Also mache ich das auch so. Ja, kurz anbraten, bevor das Ganze in den Topf wandert. Und in die Suppe gebe ich heute einfach mal Gemüsebrühe rein. Das ist dann, ich finde heute mal vegetarisch. Das ist ein großer Topf. Ich habe jetzt 4 Liter Suppe. Wenn die Klößchen drin sind und so weiter, ist es noch ein bisschen mehr. Deswegen habe ich jetzt 2 Esslöffel von der Brühe genommen. Und dann gucken wir nachher, wie es schmeckt, und würzen natürlich zu Ende. So, dieser Jarka ist jetzt ein bisschen angebraten. Und es muss ja nicht alles jetzt knackebraun sein, sondern reicht nur leicht angebraten. Zack, hier ist noch ein bisschen Milch. Und dann, wir gucken jetzt, die Kartoffeln haben wir erst reingemacht. Nee, die brauchen wir nicht. Und jetzt Deckel drauf. Auf 6 und noch ein paar Minuten ein bisschen Abzugshaube anmachen. Kochen lassen. Passt genau von der Zeit. Dauert ja nicht so lange. Ich kann dann in der Zeit schon mal den Geschirrspüler ausräumen. Zum zweiten Mal heute. So, ich mache jetzt die Abzugshaube erstmal aus. Die Kartoffeln sind halb durch. Und jetzt habe ich unseren Teig. Und ich mache den Löffel einmal hier in der Suppe nass. Ich habe jetzt diesen Joghurtlöffel. Hinter mir plündert gerade einer den Gefrierschrank. Eisfach. Ja, und jetzt einfach mit diesem Löffel so kleine
Klößchen machen und in die kochende Suppe rein. Wie kommt so Raffi? Mach dein Eis auf. Klecker bitte nicht rum, ja? I try. Ihr kleckert gerne rum. Ich weiß. Mhm. So, und die Klößchen sind eigentlich fertig, wenn die oben schwimmen. Aber ich lasse die ein bisschen länger kochen. Und ich werde auch gleich, wenn der ganze Teig aufgebraucht ist, nochmal würzen. Warum ich so viele Klößchen mache? Raffel, warum mache ich so viele Klößchen? Klößchen geil sind. Ja, genau. Die Klößchen sind nämlich immer das Erste, was weg ist. Beim Auffüllen auf die Teller, ne, machen die Kinder sich minimal Suppe, maximal Klößchen immer drauf. Deswegen... Deswegen mache ich die Suppe immer mit ganz, ganz vielen Klößchen, in der Hoffnung, dass ich ein paar auch abkriege. Weil die einfach auch lecker sind. Ist ja nichts Besonderes, einfacher Nudelteig, ne? Aber die sind trotzdem super lecker. So, die Klößchenteig ist jetzt alle. Die Suppe sieht richtig lecker aus. Ich probiere einmal wegen Salz. Wir brauchen natürlich Salz. Wir haben ja nur 2 Esslöffel Brühe reingetan. Ich habe jetzt hier tatsächlich fast 5 Liter. Der Topf ist fast voll. Ich gebe jetzt Salz rein. Dann Pfeffer. Dann habe ich hier ein bisschen getrockneten Basilikum. Ich habe zwar frischen im Garten, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht die Lust und auch nicht mehr so viel Zeit, jetzt noch pflücken zu gehen und so. Dann habe ich hier Dill. Habe ich aufgefüllt. Also die Flasche, also das ist eigentlich Plastikflasche, ne, habe ich bei Real gekauft und seitdem, eigentlich schon ziemlich lange, fülle ich einfach immer wieder auf. Ja, und dann noch 1, 2, 3 kleine Lorbeerblätter rein. Und dann rühren wir das Ganze nochmal um. Mmh, lecker. Ja, und jetzt lasse ich das einfach nur noch kochen. Noch bis ich, naja, noch 10 Minuten ungefähr. Und dann ist die Suppe auch schon fertig. So, die Suppe kocht vor sich hin. Ich schmeiße jetzt die nächste Waschmaschine an und düse dann auch gleich in ein paar Minuten zu Physiotherapie. Und wenn ich wieder da bin, ist es genau richtig Abendessenszeit und ich zeige euch, wie die Suppe auf dem Teller aussieht, wenn ihr natürlich wollt. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich bin wieder da und, ui, mir ist hier was passiert. Ich habe wohl, bevor ich vor einer Stunde weggefahren bin, die Suppe nicht komplett ausgestellt. Voll peinlich, die Suppe ist jetzt, ja... Die Kartoffeln sind leicht zerkocht, würde ich sagen. Ja, die Suppe schmeckt super lecker, aber die Kartoffeln sind zerkocht. Oh Mann, das ist jetzt so mehr Cremesuppe geworden. Ich habe jetzt doch noch ein paar Würstchen mit reingeschnitten. Ein paar Kartoffeln sind noch ganz, aber der Rest ist doch, was kleiner war, ist jetzt zerkocht. Und ja, ich habe es gar nicht gemerkt. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst gesehen, ne? Ich habe anscheinend Sonnenbrand im Nacken von gestern. Das hat gerade Sonja gesagt. Sie sagt, man hast einen Sonnenbrand. Ich so, wieso, wo? Ja, dein Nacken ist komplett rot. Okay, das kann sein, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Es tut auch nicht wirklich weh. Naja, ich bin jetzt wieder da. Dirk mäht draußen den Rasen, aber er kommt gleich rein zum Essen. Die zweite Waschmaschine ist gleich fertig. Also der Tag ist heute überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es eigentlich geplant habe. Deswegen sage ich, ich plane eigentlich selten irgendwas, weil es eh meistens kommt anders als gedacht. Genau. Ich zeige euch einfach mal jetzt die Suppe, wie die aussieht. Und zwar so. So sieht die Suppe jetzt aus. Von der klaren Flüssigkeit ist natürlich nicht mehr viel zu sehen. Aber es ist auch okay. Die sieht trotzdem lecker aus und schmeckt auch sehr gut. Ich werde jetzt einfach mal meine Bande zusammenrufen und wir werden essen. Danach muss ich noch einiges hier erledigen, obwohl es ja 6:30 schon ist. Naja, aber der Tag ist noch nicht ganz vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen
auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.